Hallo und willkommen zurück zu Rift. Wir befinden uns in der Scharlachroten Schlucht. Genauer gesagt, im südlichen Bereich der Scharlachroten Schlucht. Wenn wir hier noch weiter schauen, dann sehen wir schon das nächste Gebiet, das irgendwo da hinter diesen Felsen liegen müsste. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach nochmal auf der Karte nach. Denn eigentlich ist unser Ziel der See des Trostes. Dieser liegt im Ort Freimark und dort gibt es das nächste Rätsel bzw. den nächsten Schatz zu bergen. Das Problem, das wir haben, ist, ich weiß nicht genau, wie es dahin geht. Wenn man hier mal auf der Karte schaut und da so ein bisschen ranzoomt, dann sieht man durchaus, dass hier ein Weg entlang führt. Allerdings nicht da, wo wir sind, sondern ein bisschen weiter im Osten. Ich würde aber was anderes vorschlagen, auch wenn wir da jetzt so ein bisschen umsonst hier hingelaufen sind, aber das ist ja egal. Wir haben nämlich hier den Dämmerwald und den Silberwald und wie man hier schön sieht, geht ein Weg hier rüber. Da ist eine Brücke. Diese Brücke ist kaputt, aber da kann man doch bestimmt rüber schwimmen. Und dann können wir nämlich direkt, dann sind wir nämlich schon in Freimarkt und können direkt geradewegs zum See des Trostes laufen. So ist zumindest der Plan. Und deswegen würde ich sagen, bevor wir uns jetzt hier noch lange aufhalten, und das wird sowieso nichts, denn ich denke, ich müsste das mal offscreen machen und stundenlang alles absuchen. Beziehungsweise ich bräuchte einfach mal ein bisschen Hilfe und jemand, der mir sagt, wo der Weg lang geht. Aber wir probieren das erstmal selber aus. So, ich sehe gerade, die Buffs sind nicht mehr aktiv. Das heißt, die werde ich mir jetzt noch gönnen. Und dann machen wir mal die Seelenabberufung und werden dann von dort aus das Portikulum benutzen Richtung Silberwald. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir da wirklich so einfach rüberkommen oder ob wir da vor dem nächsten Hindernis stehen. Ich weiß es nicht, wir können es nur ausprobieren. Ich sehe auch gerade, ich habe neue Post bekommen, da können wir gerade mal gucken. Wenn wir denn schon hier sind, der Briefkasten ist da vorne. So. Damit sind wir wieder zurück am Purpurbach. Aber wir gehen hier erstmal zum Briefkasten. Evendia, neues Mount. Huhu Kryo. Damit du etwas schneller unterwegs bist, schicke ich dir mal 25 Platin. Da bekommst du im Sanktum ein schnelleres Mount für. Liebe Grüße, Civi70. Wow. Vielen Dank dafür. Das nehme ich an. So unverschämt wie ich bin, nehme ich das einfach an. Werde mir das Mount aber nicht sofort kaufen, denn wir werden jetzt erstmal hier das machen, was wir gesagt haben. Ja, übrigens nochmal vielen Dank dafür. Sobald ich diese Folge hier, sobald wir dieses Rätsel, sage ich mal, gelöst haben, werde ich offscreen mir das neue Mount holen. So, das Portikulum betreten. Und zwar, wo will ich denn hin? Dämmerscheid? Nein, Silberfeld ist, glaube ich, das Richtige. Möge Itilara schützen. Genau, nach dieser Folge, also ich denke mal diese Folge oder nach der nächsten Folge, dann wie gesagt, dann werde ich dann nochmal ein Sanktum reißen und mir so ein schickes, schnelles Pferdchen holen. Oder was, was sich einfach nur Pferd nennt. So. Nun allerdings nehmen wir noch den alten Saurier, den wir schon eine ganze Weile haben. Den habe ich übrigens auch mehr oder weniger geschenkt bekommen. Wobei ich mir den mittlerweile auch selbst leisten könnte, den Saurier. Aber damals halt noch nicht. So, wir müssen jetzt ein ganzes Stück nach Süden reiten. Und ich glaube fast, da ist diese Folge schon wieder fast vorbei. Aber wir machen ja hier ein Let's Play, das heißt, es sollte möglichst alles dabei sein, alles zu sehen sein. Egal, wie ich mich anstelle, egal, was ich mache, alles sollte man sehen. Ab und zu natürlich tue ich mein Inventar oder so leeren und tue das nicht aufzeichnen, weil das ist ja dann wirklich ganz langweilig. Aber ich bin halt jemand, der sich auch gerne mal andere Let's Plays betrachtet und ich hasse es, wenn andere Let's Player die Wege rausschneiden. Das mag ich überhaupt nicht, denn es gehört ja letztendlich auch zum Spiel und das ist ja auch, ihr wisst ja, ich bin ja so ein Landschaftsfanatiker. Gerade hier, schaut euch diesen schönen Wald an hier. Wir haben jetzt ausnahmsweise mal tagsüber, während ich spiele. Das ist doch schön und wenn man das alles rausschneiden würde, um Gottes Willen, geht gar nicht, Leute, geht gar nicht. So, aber jetzt hier, wir sind ja schon wieder ein ganzes Stück weiter. Wir sind ja schon wieder auf dem halben Weg zu dieser Brücke. Hier gibt es überall noch Quests zu erledigen. Wer ist denn das? Jarmog der Schinder. Level 8, aber etwas stärker. Der Schinder-Hannes. Ich schaue mir den nur mal an hier. Der ist nicht schlecht, ne? Soll ich es wagen, den Platz zu machen? Komm, scheiß doch drauf. Das ist zwar ein Gruppengegner, aber den müssen wir ja doch trotzdem packen, oder? Gorgor, geh mal los. So, wir probieren es mal. Ja, ich denke, das sieht gut aus.
So, den haben wir jedenfalls erledigt. Den armen Kerl, der arme Schinder hier. Und der hat Yamoks Knochenliste dabei. Dieser Gegenstand vergibt eine Quest. Tada, sehr schön. Ups. Das hier, ich wollte schon sagen, ein kleiner Schmetterling. Aber wenn man da genauer hinguckt, dann sieht er gar nicht so lieb aus. So, wir nehmen wieder den Saurier. Wir nehmen die Quest jetzt nicht an, die wir eben gerade gefunden haben. Denn wir haben eine Mission zu erfüllen. Und das will ich mit euch heute machen. Heute, hier und jetzt. Wir müssen nämlich zum See des Trostes. Dort eine ganze Menge tauchen. Was heißt eine ganze Menge tauchen? Ja, das ist auf jeden Fall ein ziemlich schwieriger Tauchgang, glaube ich. Wir werden es sehen. Da ist doch, glaube ich, schon die Brücke, oder? Hier irgendwo sind wir doch gestartet damals. Was ist denn hier los? Jetzt Krieg hier, oder was? So, diese Brücke ist auseinander. Die Frage ist, wie kommen wir darüber auf die andere Seite? Und die Frage ist auch, überleben wir dort überhaupt? So, hier fliegen die Fetzen, weil das da drüben mit Sicherheit Skeptikergebiet ist. Wir selbst sind hier auf der Seite der Wächter. So, das schauen wir uns mal an hier. So, ich weiß eigentlich gar nicht, wieso wir da überhaupt hochgegangen sind. Denn wir müssen sowieso da rüber schwimmen. Das machen wir jetzt auch. So, wir können uns das nochmal betrachten. Hier diese herrliche Aussicht da hinten. Wer steht denn da? Die Skeptiker Nachtklinge sind doch viel zu weit weg. Ja, die erreiche ich nicht. Wir springen jetzt hier ins Wasser und springen da hinten, schwimmen da hinten an Land. Schön in das Gebiet der Skeptiker. Hier sterben gerade meine Leute. Aber komm, scheiß drauf. Schön mit dem Saurier ins Wasser gesprungen. Ja! So, und der Gorgor schwimmt hinterher, das ist auch nicht schlecht. So, kann ich vielleicht auch irgendwie mal wieder übers Wasser schauen oder geht das jetzt heute nicht mehr? Doch, so. Vielen Dank. Ich komme da gar nicht rüber. Ach Leute, macht doch nicht so einen Kacke mit mir. Und wieso sehe ich so wenig über Wasser? Ich bin gleich tot, ich weiß nicht warum. Was ist hier passiert? Ich mache jetzt mal eine Seelenwanderung. Eventuell gehe ich mal stark davon aus, will man uns daran hindern, hier übers Wasser zu schwimmen. Ich muss das jetzt mal probieren. Das ist jetzt so ein bisschen Fail, aber gut. Ich muss es jetzt einfach mal testen. Ich hätte sie ja vorher offscreen testen können. Aber warum soll ich euch die Fails ersparen, die ich hier auch immer wieder sehe? So. Wir sind hier wieder auf unserer Seite am göttlichen Anlegeplatz. Und jetzt... Da vorne sind keine Gegner, ne? Und die da oben können mich nicht erledigt haben. Irgendeine unsichtbare Macht hat uns gerade hier getötet. So, und deswegen ganz langsam vor. Beziehungsweise, ich schaue mir nochmal die Buffs rein. So, sind wir wenigstens gebufft. Wir schwimmen mal weiter hier. Da müsste doch zumindest eine Meldung kommen oder so. Ich sehe jetzt hier überhaupt keine Gegner. Momentan weiß ich nicht, woran wir eben gerade gestorben sind. Oder sind wir ertrunken? Nee, so schnell doch nicht, oder? Hier geht's nicht weiter. Tja, das war's gewesen. Verdammte Hacke. Und ich verliere schon wieder. Sag mal, was ist denn das? Hier ist eine unsichtbare Mauer. Und dann bin ich nicht mal mehr in der Lage, zurückzuschwimmen, ohne dass ich sterbe. So, wir können jetzt leider keine Seelenwanderung anklicken. Das geht erst in 58 Minuten wieder. Das heißt, wir müssen jetzt einen Neuanstieg machen. Und dann wachen wir wahrscheinlich irgendwo am Arsch der Welt auf. Ja, am Silberwald. Am göttlichen Anlegeplatz. Nee, hier ganz in der Nähe. Die Frage ist nur, wie geht's hier rüber? Verdammte Hacke. Oder geht's hier irgendwo rüber? Glaube nicht. Ich will da irgendwie rüber, verdammt nochmal. Und seht ihr das hier unten?
Schimmersand. Verdammt nochmal. Da waren wir nämlich schon mal. Da war diese eine... Was war das da? Ich wollte schon sagen, welches Tag. Gibt es bei uns in Frankfurt momentan. Da war Karneval, genau, da war Karneval. Hätte man das gewusst, dann hätten wir direkt hier vom Karneval darüber marschieren können. Da wären wir sofort da gewesen. Aber das ist doch... Moment, ich probiere mal was. So, wo ist denn hier... Wo ist denn hier die Heilung? Der Seelenbeauftragte. Ist mir eine Ehre. Belebt mich wieder, wiedererwecken. Werkzeug des Schicksals. Seelenaktivität 55%. Na, das kann, ist ja heiter. Das kann ja heiter werden hier. So, ich tue mich nochmal Waffen. Wir sind zwar jetzt hier im Gebiet, wo uns absolut nichts passieren sollte. Hey, ihr Schweine! Schießen auf mich. So, wo geht's denn jetzt hier hoch, verdammt? So, hier ist da leider weit und breit kein Heil, sonst würde ich mal gerade die Seelenaktivität wieder hochballern, aber gut. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Aber wie gesagt, hier in dem Gebiet, da sollten wir eh keine großen Gefahren ausgesetzt sein. Da vorne ist das Porticulum. Ich möchte jetzt erstmal probieren, ob wir vielleicht nicht doch einen Punkt da unten haben. Das wäre natürlich der Knaller. Und da ist auch ein Heiler. Verstehe. Jawohl, 15 Gold. Friedige Leite euch. Und da geht das Geld weg, das wir eben geschenkt bekommen haben. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Aber immerhin, 15 Gold ist auch eine Stange Geld. So, das Porticulum betreten, mein Freund. Und ich hab's gewusst. Da unten haben wir keine Station. Ich will irgendwie hier rüber. Ich bin mir noch nicht sicher, wie es darüber geht. Ich will zum Verrecken darüber zum See des Trostes. Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben. Sterbet als Held. Sterbet als Held. Ja, das machen wir später. So, ich gehe jetzt erst nochmal dahin. Und ich fürchte, wenn ich da jetzt hier weiter rüber gehe, da kommen wir gar nicht rüber. Was ist denn hier auf diesem Felsen? Können wir da irgendwie hoch oder was? Ach, da ist wieder alles voll. In typischer Rift-Manier. Alles systematisch blockiert. So, ich will da jetzt irgendwie rüber. Da muss es doch zum Skeptiker-Gebiet gehen. Da ist auch noch eine Quest, was es da noch alles gibt. Phänomenal, Leute, phänomenal. So, da ist doch ein Weg eingezeichnet. Aber dieser Weg führt hier lang und nicht darüber. Und dieses Gebiet hier, das sind so Streifen. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ach, Leute, ich glaube, das wird nichts, dass ich euch das zeige in dieser Folge. Aber ist doch egal. Wir hatten ein bisschen Spaß und das ist doch alles. Das ist doch das Wichtigste. So. Da ist dann vorne ist da schon wieder ein Riss. Wird betreten der Dämmerwald. Und zwar am südlichsten Eck des Dämmerwaldes. Da waren wir nicht oft gewesen. Da waren wir nur selten gewesen. Aber ich kann mich noch dran erinnern. Hier unten. Bau der Brutmutter. Jawohl, genau, hier waren wir schon mal. So, jetzt müssen wir irgendwie darüber auf die andere Seite kommen. Was sind das für einer hier? Instabiles Feuerelementar. Ach, lasst mich doch in Ruhe. Mit eurem Scheiß. So, die haben mich auch nicht gesehen, die Jungs. Und hier geht's nicht weiter. Da sehen wir die Stadt hier. Seht ihr das? Es ist sehr dunkel, auch für mich. Da hinten ist irgend so ein großes Schloss. Genau da will ich hin. Da will ich hin. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich will da hin. So, und da können wir natürlich wieder nicht hoch. Das ist ja klar. Das wäre ja auch zu schön. Wenn irgendwann irgendwas mal klappen würde. Besiegt instabile Feuerelementare. Ja, jetzt leckst mich doch am Arsch. Ich will jetzt überhaupt gar nichts besiegen. Ich will hier zum See des Trostes. Und das will ich eigentlich schon seit 20 Minuten. Oder noch viel länger. Und irgendwie ist es hier gerade mächtig dunkel geworden. Aber wir kommen jetzt so langsam wieder aus diesem Gebiet raus. Da ist eine Spinne. Da ist überall dieses blöde Gebirge. Wenn ich jetzt wüsste, wie man da hinkommt. Tja, ich würde sagen, in dieser Folge wird es auch wieder nichts mehr, dass wir da hinkommen. Wir haben jetzt mal eine ganze Folge mit Suchen verbracht. So wirklich schlau geworden sind wir nicht. Immerhin... Ups, da ist was. Ein Artefakt. Ein Zwieback. Ha, na toll.
Immerhin haben wir herausgefunden, dass wir sterben, wenn wir über diese eine Brücke gehen, beziehungsweise dort übers Wasser schwimmen wollen. Was wir allerdings nicht herausgefunden haben, ist, wie wir denn jetzt nun von hier aus dahin kommen zum See des Trostes, beziehungsweise natürlich nach Freimark. Sollte ich das nicht schaffen, sollte ich zu blöd dafür sein, einen Weg zu finden, dann werden wir natürlich in der nächsten Folge ein anderes Rätsel machen, ganz klar. Eins, wo ich hinkomme. Ich wüsste spontan auch noch eins, und zwar im, wie heißt es, Wundwald, genau. Da waren die Gegner noch ein bisschen stark, aber ist ja egal, da kommen wir auf jeden Fall hin, denke ich. So, wir reiten da jetzt hier hoch, ich glaube, aber es ist eine Sackgasse. Jetzt versuche ich halt, irgendwie rüberzukommen. Aber das wird nichts. Ich glaube, vorher finde ich noch ein anderes Rätsel, was noch nie jemand entdeckt hat, bevor wir von hier aus da rüberkommen. Möglicherweise waren wir da bei der scharlachroten Schlucht schon gar nicht so verkehrt. Der Kryo hat gedacht, er kann eine Abkürzung nehmen über diese eine Brücke, beziehungsweise halt über das Schwimmen in der Nähe der Brücke. Da haben wir uns leider geirrt, aber gut, scheiß drauf. Das Leben geht weiter und die nächste Folge Rift kommt bestimmt. So, wir marschieren jetzt hier direkt komplett am Gebirge entlang, bis wir wieder bei der scharlachroten Schlucht sind. Und dann kann ich wirklich sagen, hier ist kein Weg. Oh, Spinne. Ja, jetzt hat sie mich gesehen. Verdammtes Saupack. So, die ist ja jetzt schon... wir haben einen Schattenkern erhalten. Die ist ja jetzt schon 10 Level unter uns. Geht natürlich auch dementsprechend schnell kaputt. So, und damit wieder Saurier. Sehr schön. Alter. So, ich bin jetzt mal ein bisschen leise, weil hier ist gerade die Musik so schön unheimlich. Das gefällt mir richtig gut. Ach, ich liebe ja diesen Wald da vorne. Sehe ich auch schon Dämmerscheid, und wo ich die Worte ausspreche, da sehe ich auch schon die Einblendung dafür. So, ich schaue nochmal dahin. Also hier gibt es irgendwie keinen Weg rum, da kommen wir bestimmt auch nicht rüber. Wir müssen dann wirklich wieder diesen ganzen Weg außen rumlaufen. Das ist doch unglaublich. Als hätte ich auf dieser Welt nichts anderes zu tun, wie hier nach dem Weg zu suchen. Da müsste mal irgendwo so ein kleiner Tunnel sein oder so, und da müsste zack machen, wir sind auf der anderen Seite, aber ich glaube, diese Hoffnung kann ich schon mal begraben. Wir hätten doch diesen Weg weitergehen sollen, wo ich am Anfang noch dachte, hier Kryo, da hast du eine geile Idee. Wir nehmen jetzt eine Abkürzung. Wir hätten einfach weitermachen sollen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Der Vorbote von Alsbett. Da steht kein Level. Aber er sieht ziemlich rot aus, er sieht ziemlich stark aus. Und ich glaube, der haut mich tot, wenn ich dem zu nahe komme. Und deswegen würde ich sagen, das lassen wir erstmal. So, wir sind jetzt hier im Porticulum wieder. Im Porticulum von Dämmerscheid. Und ich würde sagen, Leute... Scheiß drauf. Ich grüße euch. Wir betreten das Porticulum. Und wir gehen zum Purpurbach. Lebet den Ruhm, sterbet als Held. Lebet den Ruhm und sterbet als Held. Ja, ich sterbe hier gar nicht. Ich sterbe auch ohne Grund beim Schwimmen. So gefällt es mir gar nicht. Hier haben die Folge begonnen. Und hier werden wir diese Folge wieder beenden. So, wir gucken aber, bevor wir das machen, nochmal auf die Karte. Wir haben nämlich einmal die Möglichkeit, hier unten vielleicht dann doch irgendwie darüber zu kommen. Aber das könnte natürlich auch extrem umständlich sein. Ich hätte doch damals, ich könnte mir in den Hintern beißen, dass wir damals bei diesem Karneval wirklich das nicht gemacht haben, hier von Schimmersand aus. Zumindest vielleicht irgendwie was aktiviert, wo man dann schnell reisen könnten oder so. Sehr, sehr ärgerlich. Ja, wir könnten, wie gesagt, in diese Wundwaldregion reisen und dort dieses Rätsel machen. Das müsste hier irgendwo sein in der Nähe. Das können wir gerne tun. Ich würde halt am liebsten diesen blöden Fluss, diesen blöden See begutachten. Und da müssen wir irgendwie hinkommen. Ich werde das jetzt offscreen mal probieren, weil in der nächsten Folge möchte ich nicht mehr mit euch stundenlang durch die Gegend rennen. Da werden wir zwar auch wieder an dieser Stelle starten, dann werde ich aber schon wissen, wie man da hinkommt.
Und sollte ich es sogar offscreen nicht schaffen, dann gehen wir hier zur Wundwaldregion und suchen dort das Rätsel. Das ist leicht zu finden, wenn man die Koordinaten hat. Das einzige Problem, was wir dort eventuell haben könnten, ist, dass die Gegner ein bisschen schwieriger sind. Die sind also ein paar Level über uns. Aber mein Gott, wir werden es schon irgendwie packen. So, und dann würde ich sagen, nach dieser schönen Sightseeing-Tour verabschiede ich mich für heute und wir sehen uns in Kürze wieder. Also macht's gut, bis dann.